unsere Milchstraße. Eine von unzähligen Galaxien im Universum. Sie allein enthält viele Milliarden Sterne und Planeten. Seit jeher fragen wir uns, ob die Erde der einzig belebte Planet im Universum ist. Neben der Suche in unserem Sonnensystem fahnden Forscher auch nach Leben in anderen Regionen unserer Galaxie, auf sogenannten Exoplaneten. Planeten also, die nicht um unsere Sonne kreisen, sondern um viele Lichtjahre entfernte Sterne. Eine Reise zu ihnen würde Millionen von Jahren dauern und ist deshalb undenkbar. Exoplaneten sind schwer zu finden. Denn sie sind nicht nur weit von uns entfernt, sondern auch wesentlich kleiner und lichtschwächer als ihr Mutterstern. Tatsächlich konnten bis heute nur sehr wenige Exoplaneten direkt mit einem Teleskop beobachtet werden. 1995 gelang es Astronomen zum ersten Mal, einen Exoplaneten außerhalb unseres Sonnensystems zu entdecken. Einer von ihnen findet sich zum Beispiel im Sternbild Andromeda, der gigantische Gasplanet Kappa Andromedae b. Das größte Problem bei der Suche ist ihre geringe Helligkeit. Meist überstrahlt das gleißende Licht des Muttersterns den nahen Planeten. Um ferne Planeten sichtbar zu machen, nutzen die Planetenjäger einen Trick. Mit einem kleinen Scheibchen im Teleskop, einem sogenannten Koronographen, können sie das gleißende Licht des Zentralsterns punktgenau ausblenden. Dadurch wird ein sehr viel lichtschwächerer Planet in der Nähe des Sterns sichtbar. Doch nur vergleichsweise große Gasplaneten in großem Abstand zu ihrem Stern lassen sich auf diese Weise aufspüren. Die Planetenjäger wollen aber auch kleinere, erdähnliche Planeten finden. Hier müssen andere Methoden her. Einige Planeten umlaufen ihren Stern auf einer Bahn, die sie zufällig auf die Sichtlinie zwischen dem Stern und unserer Erde führt. Bei einem solchen Transit schiebt sich ein Planet direkt vor seinen Mutterstern, ähnlich einer Sonnenfinsternis. Ein klarer Fall für die Photometrie. Photometrie, das heißt, man misst sehr genau, wie viel Strahlung ein Stern in unsere Richtung sendet. So genau, dass man einen winzigen Helligkeitsabfall beobachten kann, wenn sich ein kleiner Planet vor den Stern schiebt. Verlässt der Planet die Sternscheibe, gewinnt der Stern seine alte Helligkeit zurück. Allerdings gibt es auch Sterne, die ihre Leuchtkraft durch einen inneren Mechanismus verändern. Es sind sogenannte veränderliche Sterne. Sie erzeugen aber Lichtkurven von ganz anderer Gestalt. An der Form der Lichtkurve können Astronomen also leicht erkennen, ob sie tatsächlich einen neuen Planeten entdeckt haben. Mehr als 1000 Exoplaneten konnten Astronomen bisher mit dieser Transitmethode aufspüren. Und das, obwohl nur ein winziger Bruchteil aller Planeten auf einer Bahn laufen dürften, die sie genau in die Sichtlinie zwischen ihrem Stern und der Erde führt. Planeten, die das nicht tun, verraten sich auf andere Weise. Und zwar so: Jeder Planet kreist um einen Stern. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich umkreisen der Planet und sein Mutterstern gleichzeitig ihren gemeinsamen Schwerpunkt. In der Regel ist der Stern wesentlich massereicher als der Planet. Ihr gemeinsamer Schwerpunkt liegt deshalb sehr dicht am Stern oder sogar in seinem Inneren. Durch seine Gravitation zwingt der Planet den Stern also zu einer leichten Schlingerbewegung. Ein Umstand, der auch das Sternenlicht beeinflusst. Denn die Lichtwellen, die der Stern in unsere Richtung aussendet, werden gestaucht, wenn sich der Stern uns nähert. Entfernt sich der Stern von uns, empfangen wir Lichtwellen, die etwas in die Länge gezogen sind. Das Licht verändert also je nach Bewegung des Sterns seine Wellenlänge. Man spricht hier von einem Doppler-Effekt, den man auf Erden von vorbeirasenden Feuerwehrautos und ihren Schallwellen kennt. Sichtbar wird dieser Effekt im Spektrum des Sternenlichts. Jedes dieser Spektren enthält charakteristische dunkle Linien, die normalerweise fest angestammte Plätze einnehmen.
Mit der veränderlichen Wellenlänge verändert sich aber auch die Lage der Spektrallinien. Für die Astronomen ein klares Zeichen, dass der Stern schlingert. Die Ursache dafür ist meist ein Planet, der den Stern umkreist. Die Jagd nach neuen Planetenwelten ist eine junge, aber überaus erfolgreiche Disziplin der Astronomie. Fast 1800 Exemplare konnten die Planetenjäger in den letzten Jahren aufspüren und es werden ständig mehr. Vielleicht ist bald eine zweite Erde darunter.